So, hallo und herzlich willkommen, heute wieder Escape from Tarkov. Ich bin an der Küste unterwegs und brauche Scuff-Headshots mit der 12-Kaliber-Shotgun. Ich habe mir ein bisschen was zusammengebastelt, nichts zu krasses, aber ich glaube, hier sind noch keine Scuffs, wenn ich hier spawn. Wo müssen wir denn jetzt raus? Die Straße ist im Zollgelände, also können wir gerade runterlaufen. Das ist noch ein Quest, das ich schon relativ lange offen habe. Ich mich jetzt mal durchquillen muss, weil ich weiterkommen. Gerade nach hinten wäre. Weil ich weiterkommen möchte. Ihr kennt es vielleicht auch. Schreibt mal von euch so ein paar oder eure Quest rein, wo ihr so vor euch herschiebt. Weil ich habe halt generell. Ich mag halt Shotguns einfach nicht. Und das ist ja eben. Ja. Ich bin nochmal gespannt, was danach noch für Missions kommt. Das ist, glaube ich, die. Die Spa-Tour. Und das ist die erste. Und ich bin bei anderen Quests, bin ich mega weit. Und jo, jetzt müssen wir halt hier auch mal ein bisschen nachlegen. Ich habe AP-Munition. Ich hoffe, mit der komme ich gut zurecht. Ich habe auch schon jetzt, glaube ich. Muss gerade mal gucken. Drei Shotgun-Headshots habe ich schon. Aber. Mehr halt noch nicht. Ich hoffe, dass es jetzt einigermaßen klappt. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euch eure Aufschiebequests so sind. Oder ob ihr sagt, ist alles gut oder alles scheiße oder wie auch immer. Ich hoffe jetzt an der Tankstelle ein paar Scuffs zu finden. Bei mir ist noch so zukommendes Problem, dass ich auf der Map hier relativ nicht so oft unterwegs bin. Also ich kenne so die grobe Map, habe die hier auch offen eben auf dem zweiten Bildschirm, aber ich weiß eben nicht, wo, wann am besten die Scuffs anzutreffen sind. So, dann schauen wir mal. Jo, ich wollte gerade sagen, ich habe die Scuffs schon gehört. Das Problem ist ja auch immer relativ. Oh, heilige Mutter. Holy crap, okay, ich wollte mich gerade beschweren, dass hier mir einer die Scuffs wegschnappt. Aber. Alles gut, hat genug. Jetzt fängt es anzuregnen, ich kann mir glaube ich nicht sehen. Ich hoffe, ich habe dem einen Headshot gegeben. Dem habe ich auf jeden Fall einen Headshot gegeben. Puh, okay. Jetzt checken. Okay, ich brauche drei noch. Also einer war kein Headshot, der hier, oder was? Okay. Aber hier hat es noch mehr. Aber da waren, glaube ich, auf der anderen Seite noch so ein Spieler. Ich hoffe, dass der mir nicht in die Quere kommt. Alles meines Lefs. So, den Arm fliege ich kurz noch zusammen. Den brauche ich zum Zielen. Nein. Nein, ich bin nicht da. Ich bin echt nicht da. Lass mich. The fuck war das jetzt bitte? Holy crap, Alter. Holy crap, Alter. Okay. Puh, nicht. Das war einfach Glück des Zorns. Aber es ist, wie ich immer sag, so der eine Scuff schießt dich durch 50 Meter, drei Gebüsche, gibt dir den One-Clicker und der steht direkt vor meiner Fresse und tötet mich nicht, zu meinem Glück natürlich. War hoffentlich auch einer, ja, zwei noch. Zwei Headshots noch, dann ist einer meiner Ekel-Quests schon weg. Puh. Der hatte, glaube ich, auch eine Weapon-Hunter. Die wäre nice, wenn ich auf Spieler treffe. Jo, nice. Und ein nices Rig noch für mich und ein Rucksack. Guter Start soweit. Croutons, brauche ich die noch? Der Schlüssel ist auch nichts Besonderes. So. Haben zwei Scuffs noch. Hat der auch eine Hunter, oder? Eistee kann ich auch gut brauchen. Kann ich nachher noch trinken.
So. Ich muss aufpassen, hier können überall Spieler kommen. Bisschen tricky. Auch ein Hunter. Können die Magazine klauen. So. Müssen wir jetzt aufpassen. Ist niemand mehr nicht an. Kann mir da einen Loot finden? Also klar, ich weiß, dass man da durch kann, aber das liegt jetzt nicht in meinen Interessen. Vielleicht nur noch zwei Scuffs. Am Wasser unten könnte auch einer sein. Ich weiß jetzt noch nicht, wo der andere auf die geschossen hat. Vermutlich von da drüben gekommen. Den Stash unten können wir looten. Vielleicht noch einen Scuff davon abfarmen. Oh, der macht die Quest. Alter, was? Meine Fresse. Jetzt hätte ich schon viel früher machen müssen. Einfach auf dem Boden liegen. Ich denke doch gerade, Mann. Und in dem Moment ist er weg. Holy Macaroni. Schade, Mann. Schade, Mann. Schade, Mann. Ich hätte direkt auf die Hunter gehen müssen, wo ich den Spieler gesehen habe. Und dann hätte ich mich direkt hinlegen müssen, einfach die Beine wegknallen müssen. Wäre ein nicer Move gewesen. Okay, wir haben 3, davon 2 mit Kopfschuss. Das heißt, wir sind dem Ziel schon einiges näher. So, zurück auf der Karte Shoreline. Wir brauchen immer noch Headshots. Nach unserem grandiosen Verlust gerade. Hä, warum spawn ich hier und ich kann Straße zu Customs raus? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist doch hier direkt um die Ecke, oder bin ich jetzt falsch? Okay, egal. Wir brauchen noch 2 Scuff-Headshots. Wenn ich Glück habe, spawnt da vorne einer. Wenn ich Pech habe, werde ich weggenatzt. Ich will einfach nur noch 2 Headshots mit Shotgun machen. Bei meinem Glück, ich habe gar nicht geschaut, aber bei meinem Glück kommt danach so, ja, okay, jetzt, du hast jetzt so und so viel gemacht, jetzt mach bitte 50 Headshots mit der Shotgun ohne Lauf und mit Papierkügelchen. Wo ist der Tank? Wo ist der Tank? Da ist einer. Ist das ein Spieler oder ein Scuff? Let's find it out. Ja, das könnte ein Scuff sein, oder läuft der Spieler? Ah, okay, das war der Scuff. Okay, ja, genau, den habe ich gesucht. Ich hoffe, das war ein Headshot. Hallo, beste Stelle, um Scuff zu looten. Brechstange, brauche ich die irgendwie? Ist die toll? Weiß gar nicht. Stellen. So, wann kann man die denn nehmen? Sonnenbrille darf natürlich nicht fehlen. Sturmmaske auch nicht. Das Red Bull können wir gleich trinken. Brauchen eh ein bisschen was. Vorne ist Radio Tower. Da könnte ich noch mehr. Ich muss gerade mal auf die Karte schauen. Radio Tower, genau. Da gehen wir hin und dann. Ich glaube, ich bin nicht richtig im Kopf. Also ich bin richtig im Kopf, aber bin ich richtig auf der Straße zum Zollgelände? Die ist da und ich bin da. Ja, okay. Das verwundert mich ein bisschen. Aber kann auch sein, mein Kopf ist falsch. Wie gesagt, die Map ist nicht so mein Favorite. Also nicht so mein Favorite, sondern... Das würde ich nicht sagen, es ist einfach nicht meine Map, die ich so oft spiele. Deswegen bin ich da immer noch etwas verwirrt, bis ich mich zurechtgefunden habe.
Ah, da vorne ist der Sniper-Scuff. Kann ich den headshotten, ohne dass er mich tötet? Schwierig. Das könnte der letzte sein. Jo, einen brauche ich noch. Das ist meiner. Ja, wo ist er hin? Eieieiei. Kommst du zurück? Er schießt wehe, der wird jetzt getötet. Meiner. Komm her. Ja, genau hierher. Hey. Nein, nein, meiner. Muss ich jetzt den töten, der den Sniper-Scuff angreift, oder was? Ist jetzt down. Meine Güte. Bad position. Oder hat er den getötet, der den töten wollte? Scuff? Scuff? Hallo? Scheiß auf den. Ich brauch Scuffs, keine Player. So, jetzt bin ich... Okay. Jetzt habe ich gerafft, wo ich auf der Karte bin. Und dann macht das auch mit Road to Customs Sinn. Ich habe gedacht, ich wäre woanders. So, jetzt bin ich sogar schon ein Stückchen zu weit gelaufen, aber ist nicht schlimm, wenn hier das Scuff Tower ist. Das heißt, hier könnte ein Scuff sein. Hallo, Scuff. Oh nee. Ich könnte jetzt zu Road of Customs hochlaufen. Kann auch sein, dass da noch ein Scuff ist, aber wenn da jetzt keiner ist, muss ich wieder weglaufen. Und ich will auf jeden Fall jetzt nicht, entweder ich gehe tot raus oder ich gehe mit dem Scuff raus. Also mit dem Scuff-Kill, aber... Kennt ihr das, wenn ihr looten wollt oder irgendwas machen wollt, euch verarzen wollt, kommen 50 Scavs um die Ecke. Aber wehe, ihr sucht einen. Vorne ist einer. Das ist unser Scav. In so einem Moment. Oh nein, Scav Player. Zwei Scav Player. Meine Fresse, Mann. So klar. So klar. Ist wie verhext, Mann. Ah, ich werde diese Mission nie schaffen. Schreibt in die Kommentare. Gebt gerne einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.